Ladies and Gentlemen! Komische Essenskombinationen. Die gibt es heute mit Roman und Lars. Mit mir, ich bin... Moment. Doch, ich bin Lars. Ich bin Roman. Roman. Einfach, weil ich so ein netter Bro bin. Starten mit der ersten Runde rein. Okay, wir kriegen es einfach schon direkt. Perfekt, Leute. Also, es geht los. Da kommt die erste Essenskombination. Okay, reicht. Also, wir drehen heute ein Video, wo wir Sachen kombinieren, die man sonst nicht isst. Aber heute machen wir das, weil heute ein besonderer Tag ist. Das ist zum Beispiel falsch, weil diesen Orangensaft müssen wir eigentlich jetzt mit etwas kombinieren. Alter, das ist voll heiß. Das und zwar mit Kaffee. Also ich habe das schon mal gehört, dass das manche Leute machen. Aber ich habe auch gehört, dass diese Leute nicht ganz normal sind. Ich glaube nicht, dass Kaffee mit Orangensaft lecker schmecken kann. Also hier drin haben wir jetzt einfach ganz normaler so Maschinenkaffee. Und da auch eine Maschine. Okay, wie viel Orangensaft schütten wir denn da jetzt rein? Komm her, komm, ich gebe dir mal einen. Oh, bei Kaffee kann schon... Oh ja, oh ja. Oh ja. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, Mann. Doch, Mann, das muss schon eine 50-50 Mische sein, sonst schmeckt es ja nicht. Aber guck mal, der Schaum bleibt trotzdem da. Ich muss sagen, ich bin schon ein riesiger Kaffee- und Orangensaft-Fan. Also, cheers, Mann. Ding. Okay. Oh mein Gott, Alter. Ja, ist okay. Oh mein Gott, das schmeckt voll in Ordnung. So ein erfrischender Kaffee-Drink. Ey, wenn man den kalt trinken würde, würde das richtig lecker schmecken. Stimmt, ja. Kalter Kaffee-Orangensaft. Oder mit Eis oder so vielleicht noch. Boah, Leute, das müsst ihr unbedingt nachmachen. Das schmeckt richtig gut. Also ich trinke ja so normal keinen Kaffee, aber das ist echt okay. Ich finde auch, dass das echt okay schmeckt. Also, wie viele Punkte würdest du von 1 bis 10 geben? Sagen wir 7. Ich gebe 8,5. Echt? Ich werde das mal privat trinken. Das schmeckt richtig lecker. Gehen wir zur nächsten. Sieht komisch aus irgendwie. Wie so ein Hund. Wir kommen zur nächsten Runde. Wow. Okay. Was ist da drunter? Es ist... Ladies and Gentlemen, wir haben... Hirten? Nein. Es ist Hirtenkäse mit Wassermelone. Ist das ein Ding? Ich habe immer noch den Kaffeegeschmack im Mund und jetzt essen wir erstmal ein Stück Käse. Guck mal, beim Hirtenkäse steht hier schon dran, hier öffnen. Ach so, ich wollte es da aufmachen. Brichst du den einfach ab? Ja, ja, du nimmst hier so ein bisschen Hirtenkäse, würde ich sagen. Jetzt ein bisschen Hirtenkäse. Oh, ich liebe das. Das schmeckt so nice. Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch das hier mag. Der muss ein bisschen quietschig sein, dann schmeckt der gut. Ja. Warte. So ein Autoreifen muss der schmecken. Erstmal Hirtenkäse alleine. Und jetzt in der Kombination mit Wassermelone. Wassermelone mit Hirtenkäse. Wer hat sich sowas ausgedacht? Alter, schmeckt richtig geil. Oh, oh mein Gott. Schmeckt richtig geil. Alter. Alter. Hätte ich nicht gedacht. Das wow. Schmeckt richtig gut, ey. Was? Das schmeckt so gut, dass es fast unglaublich ist. Ey, gib mir mal noch ein Stück. Das schmeckt einfach, als ob man daraus wirklich einen richtig guten Salat machen kann. Das sieht echt ekliger aus, als es schmeckt. Mhm. Also so absurd irgendwie, wenn man sich denkt, so Käse und Wassermelone. Alter, das schmeckt richtig gut. Das erinnert mich ein bisschen an Traube und Käse. Mhm. Das kann man richtig gut essen. Also das kriegt von mir wirklich einfach eine 10 von 10. Leute, isst es unbedingt. Hirtenkäse, Wassermelone ist... Krass, das verändert meine Welt gerade einfach komplett. Nächste! Nächste Runde! Meine... Da kommt was raus, Mann. Oh. Nächste Essenskombination ist... Da bin ich mir nicht sicher, Mann. Wir haben hier einmal den guten alten Balsamico. Und mit hier Erdbeeren. Haben wir die guten alten Erdbeeren. Nicht ganz normal. Ich würde mal sagen, ich hole da mal eine knackige, schöne für dich raus, mein Lieber. Guck mal, ich mache das mal ganz simpel. Den Strunk. Oh, machen. Und dann beiße ich den ab. So. Aha. Hä, was? Warum spuckst du auf den Boden, du Arsch? Okay. Das Video heißt einfach, Lars und Roman essen Erdbeeren. Ey, warte mal, schütten wir das jetzt einfach nur auf die Erdbeeren warte, drauf warte, oder tunken wir das? Mach schon einen Tropfen, einen Drip. Guter Drip, oder? Alter! Ich balanciere es aus. Alter, da ist nichts verschüttet. Ich hab's perfekt da reingemacht. Ja. Oh mein Gott. Oh nein! Nein, nein! Oh nein! Okay, los geht's. Was? Was?
Oh mein Gott. Ist auch nicht schlecht. Ich hätte niemals gedacht, dass Balsamico... Aber das ist so ein ganz neuer Geschmack, ne? Wow. Wow. Was soll das denn? Alter, das muss ich unbedingt nochmal probieren. Ich wollte am Anfang sagen, dass es eklig ist. Ja, der Geschmack ist am Anfang so ganz komisch. Was ganz Neues eigentlich, sowas habe ich noch nie geschmeckt. Du hast so richtig dieses Saure von diesem Balsamico. Den benutzt man ja eigentlich nur in Salaten. So. Und dann kommt so dieses Süße von der Erdbeere durch. Das ist eine Kombination, die muss man mal ausprobieren. Oh. Aber da muss ich sagen, das hier schmeckt mir besser als der Kaffee. Echt? Ja. Was gibst du dem Ganzen für eine Bewertung? Bis jetzt, meinst du? Mm. Oh nein! Oh, Alter, Junge! So ein Erdbeersalat mit Balsamico, das mache ich auf meiner nächsten Sommergrillparty. Kommt gerne vorbei, Leute. Von mir gibt das Ganze 10 von 10 Punkten. Klar. Dadurch, dass es ein bisschen umständlich ist zu essen und man schnell kauen muss, 9. 9? Okay. Weil du musst halt erst dahinter blicken. Guten Durst, Leute. So. Nächste Runde, Leute. Woo! Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Bisher waren echt nur gute Sachen dabei. Ich habe noch nie so oft 10 von 10 gegeben, Mann. Ja. Aber ob das jetzt auch gut wird? Ich weiß nicht. Let's go. Nee, Mann, nee, was ist das? Also wir haben hier auf jeden Fall einmal die Alpenschokolade. Oder weiß ich nicht. Sacre bleu. Stimmt, so war das eigentlich. Schokolade nach Essig mit Schimmelkäse. Bin ich mir nicht sicher, Mann. Also, ich weiß nicht, ob das nach Rezepten irgendwie gemacht wird oder sowas. Oder ob das einfach Dunst raus. Das jetzt so blindäugig gemacht wurde. Weißt du, wenn ich überlege, was wir jetzt alles so im Magen haben. Schokolade dann gleich, Blauschimmelkäse, Erdbeeren, Balsamico. Das ist ja wirklich echter Schimmel, ne? Ja, ich denke schon. Das ist doch sacre bleu! Santa Bre. Das sieht schon hart eklig aus. So, also ich habe hier das Ding so ein bisschen angerichtet. Hälfte Schokolade, Hälfte Blauschimmelkäse. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. Wir probieren es. 3, 2, 1. Desto länger man das kaut, umso besser wird's, ja. Mhm, doch. Oh, wow. Nein! Mir darf das nicht schmecken. Was? Das ist unglaublich. Das ist schon echt nicht schlecht. Ich habe am Anfang gedacht, boah, ist das widerlich. Aber dann... Wenn die Schokolade anfängt zu wirken. Genau, die Schokolade fängt an zu wirken zu dem Käse und dann wird es immer süßer und süßer und süßer und dann... Wenn es sich so richtig vermengt. Das sieht so ekelhaft aus, Alter. Zusammen, aber es schmeckt lecker. Das schmeckt echt nicht schlecht. Ich glaube, ich esse nochmal ein Stück. Boah, ich esse auch mal ein Stück. Vielleicht bekommen wir ja doch davon Bauchschmerzen. Weiß man, ich hoffe es doch. Ich gehe gerade auf den Geschmacks-Rollercoaster. Wie viele Punkte? Wie viele Punkte gibst du? Ja, ich würde auch sagen, so 9. 8, 9, ja. Also ich gebe dem Ganzen 7,5, weil ich muss sagen, es hat mir beim ersten Mal doch besser geschmeckt. Also beim zweiten Mal hat es mir irgendwie nicht mehr so geschmeckt. Das schmeckt wie Ziegen riechen. Stimmt, das schmeckt echt wie Ziegen riechen. Ja, boah, du alles, riechst was richtig nach Käse aus dem Mund, Mann. Du musst aufhören zu sprechen. Also Leute. Zur nächsten Runde. Ich soll machen? Ja, ich gucke auch weg. Bist du dir sicher? Nein. Okay. Ding! Oh! Was ist das denn? Wow, es ist ein... Boah, ich glaube, das ist ein Porridge. Porridge riecht immer so ganz komisch. Mit Sojasauce, by the way. Was? Mit Sojasauce? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist eklig jetzt. Ich habe mal eine Zeit lang richtig viel Porridge gegessen. Oh, wie das riecht. Irgendwie riecht das so ein bisschen nach Schwimmbad. Das riecht echt nach Schwimmbad, ja. Mit der Sojasauce können wir das jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen verfeinern. Warum riecht es nach Schwimmbad? Ich weiß auch nicht. Irgendjemand hat da Chlor reingemacht. Wie viel macht man denn da rein? Macht einfach nur so einen Drip rein, oder? Einfach nur einen Drip und dann mixen wir das Gute durch. Boah, guck mal, wie viel. Oh, sieht schon ein bisschen, jetzt riecht's. Bisschen eklig, ne? Aber es bekommt auf jeden Fall eine braune Textur. Boah, auf einmal riech ich einfach... Jetzt riecht's nach Sojasauce. Ich riech einfach fermentierte Sojabohnen. Oh, wow. Ich muss sagen, ein bisschen ekelhaft sieht schon aus, Mann. So nach Schwimmbad riecht es auch. Und irgendwie ist Porridge, glaube ich, nicht so ganz mein Ding. Porridge mit Sojasauce. Cheers, Mann. Naja.
manche essen Porridge ja mit süß, so mit Zucker und so ein bisschen oder mit Schoko oder wie auch immer. Das ist einfach nur salzig. Also durch das Sojasoßen-Ding. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das gerne essen. Weißt du, was man da auch reinmachen kann? Bisschen Würstchen, ne? Bisschen Blauschimmelkäse. Kartoffel, Blauschimmelkäse, jawoll. Meine Stimme hat gerade einfach einen Frosch gehabt. Meine Stimme hat gerade einfach einen Käse gehabt, Mann. Ich gebe eine 3. Was? CD. 3 Punkte von 10. Ich gebe, glaube ich, eine 4. 4? Ich würde das niemals so essen. Du riechst so nach Käse, Alter. Halt doch deinen Mund jetzt. Also Leute, was ein Lifehack ist, ist auf jeden Fall der Ziegenkäse, Hirtenkäse mit Wassermelone. Das ist der Killer, wirklich. Kommen wir zur extremen Runde! Oh, oh. Da sind wir wieder. Hallo. Der Deckel ist wieder. Ich bin dran. Was ist denn? Was soll das denn? Ich hab Schluck auf. Das ist die extreme Runde! Ich habe langsam auch genug. Jetzt haben wir Porridge mit Sojasauce gegessen. Oh, Erdnussbutter mit Gürkchen. Erdnussbier. Wow, wow, wow. Ja, ich kann leider halt, also... Stimmt, du bist ja allergisch gegen Erdnussbutter. Aber du kannst ja einfach nur so ein Gürkchen essen. Wird Lars in dieser Folge wieder eine allergische Reaktion bekommen? Der Löffel ist eigentlich für die Erdnussbutter, Mann. Hört auf, das zu essen, Mann. Du isst dann deine Gürkchen erstmal so. Meine Würstchen. Und ich werde die American-Style-Erdnusscreme einfach so essen. Soll ich mal riechen an der Erdnussbutter? Ist auch, Mann. Krass, will nicht. Aber es riecht schon geil. Wirklich. Lars, du verpasst richtig was. Oh, yeah. Die bricht gleich. Das nenne ich mal ein gutes Würstchen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmecken soll. Ich bin ein riesengroßer Gewürzgurken-Fan. Ich weiß. Und auch riesiger Erdnussbutter-Fan. Deswegen bin ich eigentlich die Nummer 1 dafür. Also, ich beiß mal rein. Der sagt einfach, Ja, das hat was. Ehrlich? Ich habe das schon mal öfter gesehen in so Meme-Bildern oder sowas. Sieht man manchmal, wie die sich so Erdnussbutter mit Gewürzgurken auf dem Brot machen. Oh ja. Schmeckt gut. Ja, doch. Kriegt meine Empfehlung. So wahr ich mit meinem Namen hier stehe. Was würdest du geben für Punkte? 10. Ehrlich? Von... Eine Mil... Nee, komm. Ein bisschen weniger. 8,9 von 10. Okay. 8,925 minus 3,3 plus 3,4 im Quadrat und dann die Summe aus im Bruch, Mitternachtsformel, das alles. Was ist denn eine Mitternachtsformel? Im Quadrat. Ja, da merkt man schon, wo du ausgestiegen gibt's bist. Damals in der Schule. Gibt's echt? Ja, das gibt's. Mitternachtsformel. Und das alles auf einer Parabel. Errechnet euch einfach das Ergebnis für meine Bewertung. Vielen Dank. Die nächste Runde! Nehmt jetzt den Spannungsbogen, indem ich einfach aufmache. Habt ihr es gesehen, Leute? Und nochmal. Mach endlich auf! Soll ich es gleich nochmal machen? Ding. Oh nein! Einfach nur Zitronen? Ach so, da drunter ist noch... Oh, Salami-Pizza mit Zitrone? Boah, aber die Pizza riecht echt gut. Also, ich glaube, wir müssen uns einfach wirklich die Zitrone im Ganzen als Fruchtfleisch. Aber ich sag auch so Ananas auf Pizza. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das gar nicht mal so schlecht schmeckt. Ist quasi das Gleiche, so von der Zitrus- oder von dem Säuregehalt her. Klar, Zitrone ist ein bisschen mehr, aber wir probieren es mal. Voll geil. Wahnsinn! Ey, im Sommer, wenn du so einen gewissen Spritz brauchst, ist wirklich Ananas-Pizza, aber nur mit Zitrone. Aber halt so richtig so. Ich frag mich aber, guck mal, das ist jetzt frische Zitrone. Hätten wir die Zitrone auf der Pizza gebacken? Weil Ananas packt man ja auch immer mit rein. Ich habe aber ein sehr bitteres Stück. Also nicht sauer, sondern ist bitter gewesen jetzt. Das Stück, was ich gerade hatte, das war doch ein bisschen... Oh! Zu sauer. Ist jetzt auch einfach schön, mal ein Stück Pizza hier zu essen. Das ist übrigens unser Frühstück hier, Leute. Nicht der Überknaller, aber Zitrone schmeckt zu vielem gut. Kalamari. Oder über Fisch. Oh, okay. Schnitzel. Stimmt. Also so abwegig ist es jetzt gar nicht. Wie viele Punkte gibst du dieser Essenskombination? 5 oder 6. Ich gebe dem Ganzen nur 4 Punkte. Hat mich auch nicht so gekriegt. Wir kommen zum Finale! Okay. Jetzt sofort ein Like da lassen, jetzt abonnieren und das ist die finale Runde. Oh, das kenne ich, Mann. Oh, sind das Pommes, Mann.
Sind die kalt. Der Klassiker schlechthin. Die Kombination ist eine Pommes mit Eis. Rein Drip, ne? Wer von euch hat das schon mal gemacht, ihr Schlingel? Immer zur Pommes ein bisschen Eis mit dazu bestellen. Oh, Leute, das müsst ihr ausprobieren. Alter, das schmeckt übel geil. Oho. Wenn die Pommes noch kalt ist, oh, Leute, das schmeckt so nice. Schmeckt mega. Sogar mit ganz viel, Mann. Ich kenn's halt, also mit dem Eis. Junge. Oh mein Gott, das drippt so hart. Oh. Alter. Krass. Wow. Ich sag mal, wenn es jetzt noch warm wäre, noch das Eis, bisschen mehr eisig, 10. Einfach 10. Voll. Schmeckt heftig. Das ist jetzt leider ein bisschen cold, aber wir wissen ja. Also Leute, probiert es auf jeden Fall aus. Okay. Das waren jetzt die verrücktesten Essenskombinationen, die es so gibt. Viele davon waren richtig nice. Gebt einen Daumen nach oben, schaut auf jeden Fall die anderen Videos an. Das ist Lars und Roman. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Und ciao.